Hallöchen, liebe Echo-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in unserer Chaos-Welt. So, kurz noch einen Schluck trinken. Was wollen wir heute machen, beziehungsweise wo sind wir stehen geblieben? Ich habe ein bisschen Schönheitsarbeiten, will ich es mal nennen. Ich habe hier das mal wieder zusammengebaut. Dann habe ich offscreen diese Mauer hier eins vorgezogen. Aus dem Grund, dass ich hier mal die Stockpiles gesetzt habe. Die müssen auch noch versetzt werden. Alter, was ist denn hier los? Ich habe vorhin hier von dem Baum mal ein paar Blätter gerupft. Da sind diese so Ahornsamen rausgekommen. Und da habe ich mal so 6 Stück hier gesetzt. Und aus den 6 sind gerade jede Menge mehr geworden. Das scheint sich hier, wenn man neue Bäume pflanzt. Alter, die habe ich alle gar nicht gesetzt. Hier oben habe ich einen gesetzt. Hier sind 2 weitere dazugekommen. Hier oben habe ich einen gesetzt. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 neue dazugekommen. Alter Finne. Da bin ich mal gespannt, was davon alles durchkommt. Da bin ich echt mal gespannt. in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, noch. Oh, der wächst da durch. Da hatten wir noch den Dings gebaut. Hier, den Machine Shop. Den bauen wir mal auf. Ich habe auch ein bisschen Stahl hergestellt. Out of Fuel. Ja, gucken wir mal. Komme ich da unten ran? Tatsache. Nimmt er sich das automatisch? Anscheinend nicht. So, holen das mal alles rein hier. So, dann hat er jetzt erstmal wieder was und kann hier mit dem Stahl weitermachen. So, den Machine Shop. Knallen wir mal einfach hier hin. Ah, der steht verkehrt rum. Und irgendwie habe ich kein In-Game-Sound. Kann das sein? Nein, habe ich nicht. Ich werde mal ganz kurz einen Cut machen. Ich werde mal eben das Spiel neu starten. Bis gleich. So, da müssten wir auch wieder mit Sound da sein. Jawohl, wunderbar. Okay, Machine Shop. Gucken wir mal ganz kurz rein, was wir uns hier so bauen können. Oil Refinery, Piston, Rolling Mill, Pump Check, Servo, Windturbine, Barrels. Okay. Okay. Gut, da soll es heute aber eigentlich gar nicht drum gehen. Mal kurz schauen. Cast Iron Stove. Wieso habe ich hier. Achso, ich habe den ja versetzt. Ach hier, den wollte ich machen. Deswegen 2 Gearboxen und ein Piston. Genau. Gearboxen. Gearbox.
Dafür brauche ich dann ein Gear. Komme ich an die? Komme ich? Ja, sehr gut. Nochmal vier Stück. Dann hätte ich gern. Ach, war das jetzt zwei Gearboxen? Ich glaube. Und ein Piston. Dafür brauche ich noch eine Iron Pipe. Die Iron Pipe mache ich hier drüben. Genau, zwei und ein Piston. Okay, gut, lassen wir das laufen. Dann können wir den Zement-Killen dann auch demnächst in Angriff nehmen. Ich brauche mal etwas Holz. Heavy Logs. Und zwar hätte ich da gerne mal 50 Stück von. Dann hätte ich gerne mal ist das teuer. Zwei von den Bookshelves. Und dann haut er mir hier das Holz hin. Das hätte ich dann mal gerne nach hier drüben. Und zwar, gucken wir mal, in welcher Form hätten wir das denn? So lieber? Oder lieber? Nee, ich hätte gerne die ganzen Loks. Gehen wir mal hoch, ich glaube, das geht dann einfacher. Zack. Toll. Ach so, der ist zu hoch. Shit. Ich tatsächlich hier drüben anfangen. Da habe ich nämlich den. Genau, hier kann ich nicht mehr bauen. Weil der quasi der Stockpile ist zu hoch. Buddeln wir das mal eben fix aus hier. Ach, guck mal. Guck mal einer Schau, hier bin ich in der Höhle. Genommen. Genau, jetzt kann ich den da wieder hinsetzen. Oh, nee, bitte nicht.
ich nicht. Was bedeutet, ich kann das alles ein Minimum ein tiefer setzen. Okay, Offscreen-Arbeit definitiv. Das ist nichts für hier. Naja, gut, gehört dazu. Wenn ich mir so einen Quatsch ausdenke, muss ich auch damit leben. So, jetzt kann ich den nämlich setzen und dann kann ich da oben nämlich auch das Holz weitermachen. Geht wieder nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Den muss ich jetzt erstmal umlagern hier. Ja, dann kann ich den wegnehmen und auch ausbuddeln. Erstmal damit drauf. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, brauche ich ja gar nicht. Das brauche ich ja gar nicht abzählen in die Richtung. Da übrigens unser Komet, 16 Tage haben wir noch, bis der Kamerad hier einschlägt. So, dann können wir das da reinsetzen und dann sind die auch auf der Höhe, wie wir sie haben wollen. Ist er schon fertig mit Holz herstellen? Kann ich fast gar nicht glauben. Hatte ich nur so wenig gemacht? Da haben wir. So, genau. Und dann möchte ich hier quasi eine Plattform haben, die die Stockpiles, die da drunter sind, quasi bedecken. Wie so eine Art, ja, ich will nicht sagen Terrasse, aber so ein zweiter Lagerraum quasi. So, gehen wir nochmal welche in Auftrag. 100, geht das? Ja. Musst du hier aber trotzdem leider weichen, wenn ich da irgendwie an dich rankomme. Ja, das ist natürlich jetzt Käse. Der sitzt jetzt natürlich so toll hier drin.
Aber den irgendwie. Mag man das so. So, jetzt hätte ich gern hier so ein paar coole Stützen. Holz. Ich glaube, aus dem normalen Holz kann man keine Stützen bauen, oder? Oder geht das? Nee, das geht nicht. Leider geht das nicht. Da geht das fix. Den Hammer. Ja, cool. Es wirkt dann wie so eine Art Carport. Ja, so mag ich das. Das sieht gut aus, gefällt mir. So, setzen wir die letzten drei hier noch. Eigentlich könnte ich das ja mal eben da reinschmeißen, dann brauche ich nicht mehr so weit rennen. Die Baumfarm ist übrigens schon wieder komplett nachgewachsen. Das heißt, wir können dann bei Gelegenheit auch noch wieder für Holznachschub sorgen. So, dann haben wir noch 10 gleich und dann können wir das hier nämlich in 1 fertig bauen. Dann komme ich zu einem Stockpile ran. 1, 2, 3. Ja, das müsste eigentlich passen. So, nehmen wir gleich mal Holz mit hoch. Kann, glaube ich, noch irgendwie so Zäune bauen. Das würde mich noch mal interessieren, wo und wie das funktioniert. Ja, super. Dann haben wir das nämlich fertig hier. Mache ich hier noch so einen Überstand drauf? Ich glaube, ich mache da noch so einen Überstand.
dann verlieren sich die Stützen da auch nicht so. Ich denke mal, das sieht ein bisschen... Ja, das sieht ein bisschen hübscher aus. Okay. So, Holz wieder rein da und dann schauen wir mal, wie weit... Genau, wir hatten die Bookshelves gebaut. Mal gucken, wo er die hingeschmissen hat. Okay. Da gab es aber noch so andere. Diese hier. Da machen wir auch noch mal eins von. Na, wo das hingesortiert? Super, hat er da hinten reingedonnert. Oh ja, das sieht cool aus. Vom Inventarplatz ist das dasselbe. So, jetzt hätte ich ganz gerne mal hier das. Erstmal da hoch. Milling, Milling, Electronic, Tailoring, Bricklaying. Drei gehen noch. Das nämlich aus den Kisten raus. Das finde ich persönlich wesentlich angenehmer. Da. So. Alles da reinsortiert. Perfekt. Ja, die passen zwar jetzt nicht so ganz an die Stelle, aber das ist, denke ich mal, erstmal okay. So, ich weiß gar nicht, hatten wir noch irgendwas zum Lernen in Auftrag gegeben? Ich glaube nicht. Cooking. Was haben wir denn hier unten noch, was uns fehlt hier? Baking. Cooking. Bank. Okay, das sind alles Sachen. Industrial. Genau, hier ist das Zement. Dingens. Gelernt haben müssten wir hier, glaube ich, eigentlich alles. Mit dem Fertilizer könnten wir uns nochmal bei Gelegenheit beschäftigen. Ja, hier diese ganzen
Diese ganzen Kochkram müssen wir nochmal machen. Ich denke mal, da werden wir mal vielleicht in der nächsten Folge mal beigehen und gucken, was wir hierfür brauchen. Dass wir da mal die ganzen Kochrezepte abschließen können, damit wir nämlich dann eventuell diese, ja, ich sag mal, diesen Skillbaum vervollständigen können und das Ganze abschließen können. So, was machst du hier? Dir fehlen hier wahrscheinlich die Pipes. Warum du Vogel die nicht alleine hier reinziehst, versteht auch kein. Ach, die liegen irgendwo, wo er nicht rankommt. Wo liegen denn die Pipes? Liegen die in dem Stockpile? Okay. Pipes liegen in einem Stockpile. Ich habe hier nur das. Oh, die macht richtig Geräusch. Runterfahren und so. Ich habe da kein angeschlossenes Stockpile. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Schmeißen wir die erstmal wieder zurück aufs Dach. So. Jetzt hast du hier genau die Sachen fertig. Das heißt, wir können hier drüben. Den Zement in Auftrag geben. 47 Minuten. Okay. Warte mal, hatte ich nicht diesen Cast Iron Stove schon in Auftrag gegeben? Nee, anscheinend nicht. Warum nicht? Zieh den mal bitte vor. Copper. Mint. Was ist das? Ja, neugierig. Bretter habe ich oben auf dem Dach und habe ich noch Steine. Ja, Ziegel habe ich auch noch ein paar. Da weiß ich, da kommt der ran. So. Dann machen wir das. Ich möchte nur wissen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Oder 12 Minuten. So, und eigentlich könnten wir uns ja mal Stilwerkzeuge machen. Warum nicht? 2, 4, 6, 8, 10. Ich würde mal pauschal 12, 20 Boards in Auftrag geben. Muss nicht unbedingt mal unsere Hütte fit machen. Also es ist noch auf jeden Fall einiges zu tun. Holz haben wir ja. Wenn wir eins haben, dann ist es Holz. Ja, das gefällt mir hier nicht ganz so gut, aber ich glaube, das gibt sich dann, wenn die voll sind. Dann müsste das eigentlich passen. So, dann würde ich sagen, das ist alles in Produktion hier. Das dauert alles. Ja, den Ofen, den holen wir jetzt nochmal raus. Da gucken wir nochmal rein, was das ist. Wo er das hinschiebt. Müsste er eigentlich hier mit rein donnern.
erstmal an, was wir da haben. Den haben wir doch schon gebaut, der steht unten. Bum, bum. Okay, ihm würde hier oben nur Fuel fehlen. Gut, haben wir zwei davon. Lassen wir hier in die Kiste verschwinden. Haben sie nie wieder gesehen, das Ding. Okay, das dauert alles ein bisschen. Oh, ja, dann würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Das soll mal in Ruhe weiterwerkeln hier. Combustion Engine, Copper Wiring, Oil Refinery, Pump Jack, Ölförderung, Servo, Valve, Wind Turbine, Barrels, Petrol Refining, Oil Drilling. Das Oil Drilling Skillbook. Ich sollte tatsächlich mal gucken, welche Bücher ich alles habe. Oil Drilling Skillbook. Oil Drilling Skillbook. Ah, da brauche ich auch Zement für. Okay, das passt. Zement Skillbook. Habe ich das schon gemacht? Habe ich das Zement-Skillbook schon gemacht? Paper, Mill, Electronic, Tailoring, Bricklaying, Campfire, Wood Construction, Stone Construction, Lumber, Mechanic. Komme ich da drüben an das ran? Ja. Ziehen wir das mal hoch hier. Stone, Basic, Farming, Fertilize, Glass, Butch, Smelting, Smelting. Okay, dann würde ich sagen, ich mache Schluss hier in der Folge. Ich werde in der Zwischenzeit hier Zement Skillbook in Auftrag geben. Also ich brauche 10 Eisen und ich mach das schon mal hier Start. 10 Eisen und 16 Bricks. Und dann in der nächsten Folge ist das auf jeden Fall. Ich habe nur noch 14. Ich brauche Bricks. Dann ist das auf jeden Fall in der nächsten Folge fertig. Und wir können damit weitermachen. Dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es, ihr kennt es, zeigt es mir mit dem Däumchen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.